Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Ja, in der letzten Folge haben wir hauptsächlich Handel. Also wir haben unsere Energieversorgung an der Base ausgebaut. Wir haben unser Battery Pack nochmal verdoppelt von 200 auf 400 Batterien, um den Megafrachter, der ja 260 Batterien im Moment über 260 Batterien verfügt, die möglicherweise komplett leer sein können, wenn wir ankommen, Entschuldigung, auch noch aufladen zu können. Das ist ja das Problem, wenn wir also hier mit dem Megafrachter ankommen. Und wir haben bereits zum Verbinden. Wir schauen noch mal rein, ob wir handeln können. Verriegelt. Ich weiß nicht, ob das noch mal funktioniert, aber wir können es ja noch mal kurz testen. Wir haben am Ende der letzten Folge haben wir hier nochmal gehandelt, zweimal. Und ich denke, möglicherweise klappt es noch ein drittes Mal. Wir schauen einfach nochmal kurz rein. Dann sparen wir uns einen Weg und wir brauchen ja Geld oder wollen so viel wie möglich verdienen. Und dann schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Wir können hier, nee, ist nichts mehr. Und hier ist auch nichts mehr. Aktualisieren, das bringt also nichts mehr. Okay, dann heißt es, wir brechen tatsächlich auf zum anderen Handelsposten und versuchen dort nochmal zu handeln. Und können dann vielleicht hier nochmal zurückkommen. Also im Moment ist unser Hauptaugenmerk, dass wir möglichst viel handeln, um Geld zu verdienen für die Fahrt zum Mars. Und irgendwie baue ich dann noch meinen Sensor ein, der die Türen schließt. mal schauen. Okay, das heißt, wir schmeißen mal die Triebwerke an. Wir sagen Batterien auf Auto und wir docken nach mit der 4 nach hinten ab und gehen kurz raus und gehen aus der Zone raus und ein bisschen hoch. Das geht ja recht flott. Die Triebwerke unten sind ziemlich potent. 9 Stück. So, und jetzt können wir wieder über den ersten Jump Drive können wir hier, der ist aufgeladen, 92 Kilometer. Die 3 Kilometer mehr, weiß ich nicht, wo die herkommen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt Gewicht verloren haben. Und jetzt springen wir hier zum Punkt 2. Wir sind hier das letzte Mal an Punkt 1 gesprungen. Jetzt springen wir an Punkt 2 zurück und schauen, ob wir dort noch mal eine Runde handeln können. Mit der 3 springen wir 30 Kilometer, ja. Also sieht man auch die Richtung, in der es dann ungefähr geht. Okay, und da sind wir schon. Und ähm,
Da sehen wir also in 1,1 Kilometer haben wir unseren Sprungpunkt Schiffe kaufen 2. Also da haben wir ursprünglich versucht, uns diesen Sprungpunkt hier zu setzen, aber das so genau springt er da nicht ran, scheinbar. Also das ist ihm wohl ein bisschen zu neu. Ich weiß nicht. Wir fahren also den letzten Kilometer, müssen wir also sozusagen zu Fuß da rangehen. Aber wir machen das einfach mal. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden, damit wir nicht irgendwie die Station gefährden. Dass da nichts aus dem Ruder läuft. Aber ansonsten ist das Undock-Manöver ja schon relativ Routine. Also da ist jetzt unser Sprungpunkt in 196 Metern und wir versuchen uns einfach mal ein bisschen noch anzunähern sozusagen, weil das ist der optimale Punkt, den wir ja gesetzt haben, um da reinzugehen. Das heißt, je näher wir jetzt dort sind, umso einfacher wird es für uns dann tatsächlich reinzugehen. Und der Sprungpunkt ist noch, ja, wir sind praktisch da. Wir sind praktisch da. Und dann gehen wir mal vorsichtig rein. Wir können noch ein kleines bisschen runtergehen, denke ich. Wenn wir am Äquator reingehen, dann ist es wohl sind wir wohl am nächsten dran am Verbinder. Ich kann dann nicht mehr näher rangehen. Wir müssen wahrscheinlich die Neigung wieder ändern. Aber da ist schon der Verbinder. Genau, da ist schon der Verbinder. Das heißt, wir gehen noch mal ein bisschen in die Richtung. Und ich denke, wir müssen mal noch ein bisschen nach unten neigen. Und ein bisschen nach unten gehen tatsächlich. Und noch ein bisschen hier rüber. Und uns eindrehen. Das ist natürlich mit dem schweren Pott ein bisschen, da sind wir ein bisschen unbeweglicher. So, und jetzt sehen wir hier, dass wir, ups, falsche Richtung, dass wir uns noch ein bisschen drehen müssen. Um da gerade andocken zu können. Und wie immer ragen wir ein paar Meter hinten raus. So, wir schauen nochmal. Ja, da sehen wir jetzt. Da sehen wir den. Okay. Okay,
und bereit zum Verbinden und wir verriegeln Triebwerke aus. Batterien können wir lassen, weil die laden uns eh nicht auf. Aber wir schauen mal kurz, wie der Ladezustand ausschaut der Batterien. Ja, mit 2,85, also wir haben gerade mal 0,15 Megawattstunden verloren. Unsere Wasserstoff sind aus, denke ich. Ja, die sind aus, die sind alle vier aus. Also da wird nichts nachgeladen im Moment. Und die Reaktoren sind auch aus, also das ist tatsächlich jetzt nur die reine Batterieladung, die uns da erhalten bleibt. Und alle Jump Drives sind auch wieder geladen. Also wenn wir hier schauen, Jump Drives, Sprung, ich bin immer auf der englischen Version. Dann ist hier die 1er, die ist schon wieder geladen nach dem Sprung. Also das schaffen die Batterien natürlich locker. Das ist auch keine 30 Kilometer, ist jetzt auch keine Distanz, die die das Sprungtriebwerk irgendwie in Verlegenheit bringen. Ne? Also das ist wohl kein Problem. Und wir gehen da mal, und jetzt bin ich gespannt, ob wir noch mal handeln können hier oder ob sich das langsam erschöpft hat hier. Aber wir waren jetzt doch eine ganze Zeit weg. Mal schauen. Ja, wir sind knapp über 20 Millionen. Ja, mindestens die Datapads gibt es wieder. Und es gibt Cosmic Kaffee, sehr gut. Wir holen uns mal alle Datapads. Die tun wir allerdings hier in das rein. Kaufen. Okay. Und wir haben ja schon hier Cosmic Coffee haben wir schon, aber die Klang Cola haben wir noch nicht. Und da sollten wir uns vielleicht auch mal 1000 Stück kaufen. Ja, 120.000. Naja, okay, komm. Wir kaufen uns die. Hat das funktioniert? Bin jetzt nicht sicher. Doch, da. Ja, jetzt haben wir 1230 gekauft. Alles klar. Wir haben jetzt alles gekauft. Versehentlich. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Gut, dann haben wir hier nochmal Medikits. Die wollen wir auch. Und haben wir... Ja, Schweißgeräte bieten es uns jetzt gar nicht mehr an im Moment. Und es gibt diesen T hier jedenfalls. Diesen, doch hier, da ist der T420. Den gäbe es noch. Aber den grünen, den gibt es hier mittlerweile nicht mehr. Das war der, den wir eh gekauft haben. Ja, mal schauen. Gut, hier können wir noch mal handeln. Das ist gut. Und das machen wir auch. Wir sind bei 20 Millionen. Wir schauen mal. Also das Ziel wäre, 30 Millionen auf der hohen Kante zu haben, nennenswert Uran und Platin kaufen zu können am Mars. Und ja, bisher ist es noch ein bisschen überschaubarer, aber jetzt kommen die größeren Sachen. Da geht es jetzt schon ein bisschen 9, ja, trotzdem 460.000, ne? Mit 9 Stück, also das ist wirklich ergiebig. Der ganze Rest ist oft nur so ein bisschen klein. Kleinvieh macht auch Mist, aber ja. Stahlrohre groß, das ist wieder ein bisschen mehr. Supraleiter, schauen wir mal. 300.000, 400.000, ja, das bringt es nochmal. Und die Träger.
5000, okay. So, das heißt, wir sind jetzt bei 22,5. Wir haben also 1,3 Millionen gut gemacht. Das ist jetzt nicht die Riesenausbeute, aber immerhin. Jetzt schauen wir hier noch, ob es Verträge gibt, die wir... Ja, Supraleiter, stimmt, 75.000. Naja, okay, das können wir. Ja, und hier ist Uran, das können wir leider nicht. Das können wir erfüllen. Und hol dir das bitte aus dem Schiff. Und wir haben wieder die... So, Eskorte. Entfernung 14,7 Kilometer. 15 Minuten. Bei einem unserer Partner gibt es technische Schwierigkeiten und ein paar Geier haben anscheinend dürfen schützen sie. Ach so, naja, das können wir nicht machen, weil wir keine Waffen haben. Auf Grundlage der Leistung, obwohl mit 400.000 wäre gar nicht so unlukrativ. Dann haben wir da Suchvertrag. 23 Minuten. Da gibt es einen GPS-Punkt. Okay, nochmal ein Suchvertrag. 53.000. Nochmal ein Suchvertrag. Nochmal ein Suchvertrag. Also die verlieren wohl ziemlich viel Sachen. Nochmal ein Suchvertrag. Gütertransportvertrag 1,2 Millionen, allerdings über 8000 Kilometer. Das könnte man theoretisch, könnten wir das, wir können 2000, gute 2000 Kilometer, also wir müssten viermal springen, um dorthin zu kommen. Ungefähr viermal. Würden allerdings 25 Reputationspunkte und 1,2 Millionen kriegen. Gütertransportvertrag, das ist der mit 26, 3 Millionen. Das wäre auch durchaus sehr lukrativ. Dann haben wir Liefervertrag. Das ist das Uran, das wir leider nicht liefern können. 45 Gütertransportvertrag. 2300, das könnten wir machen. Verfügbare Zeit, das könnte man mit unseren Dingern knapp schaffen. 35 Minuten. Hm. 35 Minuten Entfernung 2300 Kilometer. Tja, soll man das machen? Suchvertrag, Suchvertrag. Ja, wir nehmen es mal an. Ja. So, angenommene Verträge, Gütertransport. Aktualisieren. 34 Minuten. Ja, okay. Und wo müssen wir hin? Bei einer Partner kann einfach Reputation, Sicherheiten, Entfernung. Verfügbare Zeit 34 Minuten. Ja, ja, aber jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Geht hier nicht, okay. Zugriff verweigert.
Okay, also jetzt ist die gute Frage, wie kriege ich die Informationen, wo ich hin muss? Wir müssen da jetzt liefern. K. GPS. Astro. Bohrloch, okay, ne, das sind alles unsere. Habe ich irgendwas im Inventar? Paket. Okay. Und das müssen wir wohin liefern? Da ist das Paket. Okay. Abbrechen. Okay. Ja, und GPS. Ich schaue mal kurz hier durch, ob da irgendwas ist, was neu ist. Vielleicht haben die uns auch Magnesium. Paket hier abliefern. Okay. Okay, Paket hier abliefern, das ist ein GPS-Punkt. Das heißt, wir können mit unseren Sprungantrieben, und die müssen wir uns jetzt mal aktivieren, also alle einschalten. 2250 Kilometer, und da können wir jetzt hier Paket hier abliefern. Auswählen. Genau. So. Und dann gehen wir mal raus und wir docken ab. Mit der 4 und zurück. Ah, Triebwerke einschalten. Triebwerke einschalten, nicht vergessen. So, wir gehen hier raus aus der Safe Zone. Ich meine, das Interessante an dem Auftrag sind einmal die Reputationspunkte und das Zweite ist, so weit wollte ich gar nicht hoch, ein bisschen zu schnell beschleunigt hier. Das Zweite ist, dass das ja wahrscheinlich eine andere Station ist. Deren Koordinaten wahrscheinlich noch nicht haben, wenn die hier sagen, Paket abliefern. Ne? Im Natürlichen sind wir. Oh. Aha. Das Ding liegt in einem Paket hier abliefern. Das heißt, wir müssen blind springen. Okay. Sie machen es uns also nicht so einfach. Jetzt wünschte ich, ich hätte noch ein paar mehr Gyroskope. Damit wir schneller drehen können. Oh Mann, wo ist denn das Teil? Dreihundert irgendwas Kilometer. Okay, wir müssen also dahin. Paket hier abliefern. Okay. Gut, dann sagen wir mal 3. Können wir immer noch nicht. Das heißt, das Ding ist auf dem Planeten. Oh shit. Hoffentlich haben wir. Hoffentlich haben wir.
Ja, wie? Ja, Käse. Ich muss ja einen blinden Sprung einstellen. K. Sprung. Ich bin ja noch auf der Markierung. Wir müssen also hier sagen, entfernen. Dann haben wir hier einen blinden Sprung und wir gehen auf maximale Reichweite. Genau. Und wir springen relativ nahe ran. 3. Okay, und springen. So, das heißt, wir müssen aufladen. Das wird uns 7 Minuten oder so kosten. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie weit ist das noch weg? 158 Kilometer. Das ist der Mond, vermute ich mal. Das heißt, wir können noch ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach unten, um dem Ding näher zu kommen. Können auch noch mal springen, ne? Wir können jetzt nicht mehr springen. Die Frage ist jetzt ein bisschen, haben wir ein Gerät, mit dem wir darunter, wir haben den Miner, mit dem können wir nicht, wir haben den Turtle Miner, mit dem können wir auch nicht. Jetzt schalten wir mal den Trägheitsdämpfer aus, damit wir da mal in die Richtung fliegen können. Während ich hier kurz mal reinschaue, wie unser Sprungantrieb ausschaut. Wir sind in 5 Minuten wieder geladen. Und wie schauen unsere Batterien aus? Ja, die sind in 58 Minuten verbraucht. Also in 5 Minuten können wir wieder springen. Dann könnten wir noch ein zweites Mal springen. Können wir noch mal kurz näher ranspringen. Und das nächste Problem ist jetzt, ja, wir müssten diesen anderen, dieser Miner, den dritten, den wir noch hinten drinnen haben, ist der geeignet, auf dem Mond zu landen? Das wäre jetzt die Frage, ne? Ich will jetzt aber nicht hier aussteigen und nachschauen, weil wir nicht wissen. Wir schauen mal hinten so in den Hangar rein. Wir haben hier den da. Da haben wir Atmospheric Thrusters. Da haben wir aber keine Atmosphäre. Das heißt, die Frage ist, haben wir da andere Triebwerke auch noch drauf? Ja, wir haben die Wasserstofftriebwerke, aber ob die stark genug sind hier für den Mond, das ist die Frage. Das ist die Frage. Okay, das müssen wir rausfinden. Das werden wir jetzt sehen. Vielleicht sollte ich mal unsere ganzen Markierungen von Rot auf Grün oder so umstellen, weil das Problem ist, dass das dann alles so aussieht, als wären das feindliche Schiffe. Und das ist irgendwie irritierend.
Und wenn ich es auf grün umstelle, dann ist es sozusagen etwas, was vielleicht ein bisschen neutraler oder auf blau oder sowas, auf dunkelblau oder irgendwie so. Ne? So, da sind wir knapp vorbeigeflogen, das ist okay. Da sehe ich jetzt auch nichts, was interessant wäre auf dem Teil. Um 34 Kilometer. Tja. Also wir verlieren Geld und wir verlieren 10 Reputationspunkte. Da geht die Welt also nicht unter. Da geht die Welt nicht unter, wenn das nicht klappt. Die Frage ist tatsächlich, ob wir hier mit dem Teil, mit dem kleinen Teil landen können. Ne? So, ich würde mal sagen, wir schalten die Trägheitsdämpfer an. Und fliegen mit dem kleinen direkt dahin. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, hier, wir warten nochmal, bis wir zum Stillstand kommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir, weil wir können nochmal springen, um ein bisschen näher dahin zu kommen. Ich weiß nicht, wo die, aber es ist eigentlich relativ ungefährlich, weil blinder Sprung 128 Kilometer. Wir müssten also, ich sag mal, 100 Kilometer in die Richtung springen. Sprung und ja, der wird eh maximal geladen, aber wir brauchen noch eine Minute. Okay, dann können wir hier schon mal sagen, wir gehen, können wir nicht, Entfernung, blinder Sprung, können wir jetzt noch gar nicht einstellen. Wir müssen also das noch abwarten kurz. Wir können mal in unser Inventar schauen. Sehen wir bei diesem Paket die Zeit? Ne, sehen wir nicht. Die hätten wir uns jetzt merken müssen. Okay, ja, auch gut. Das heißt, es bleibt spannend, weil ich jetzt nicht genau weiß, bis wann wir dort sein müssen. So, vollständig aufgeladen in 20 Sekunden, dann springen wir nochmal die letzten 100 Kilometer. Also, ja, in die Richtung, oder wir sagen mal 80 Kilometer in die Richtung. Ja, ich würde sagen 80 Kilometer in die Richtung und den Rest kriegen wir wahrscheinlich mit unserem. So, das voll geladen, die sind auch alle voll geladen, aber wir schalten die natürlich alle aus und springen nur mit der 1 und da springen wir jetzt ja, 84 Kilometer und dann sagen wir mal, wir springen mit der 3. Ja. Und wir sind dann noch nicht im Gravitationsfeld, sonst würde er da jetzt nicht hinspringen. Und dann würde ich sagen, dort parken wir. Und jetzt sind wir noch, aha, ja, 48 Kilometer weg. Und ich denke, das ist okay. Und ich würde sagen, wir setzen hier einen GPS-Punkt, damit wir den jetzt wirklich wieder finden. Neu aus aktueller Position und das wird der Mega-Frachter aktuelle Position. Okay, so, dann haben wir das wohl gesetzt und da ist der Punkt, das ist okay. Und jetzt geht's raus, wir sind auf Null, Triebwerke sind an, der Trägheitsdämpfer ist an, das passt alles. Gut, dann gehen wir hier raus. Wir haben unser Paket dabei. Jawohl. Dann gehen wir
mal in unser Schiff und hoffen, dass unsere Triebwerke stark genug sind, dass wir auf diesem Teil landen können. Das ist jetzt eine gute Frage, ob das klappt, weil die Atmosphären-Thrusters werden uns da nicht viel nützen. Ha. Ja, bleibt spannend. So, Triebwerke an. Batterien sind auf Auto. Batterien sind fast voll. Gut, ist okay. Dann ist die Frage, wie viel haben wir Eis dabei? Inventar. (lacht) 967, das ist wohl ein bisschen wenig. Dann holen wir uns mal Fracht Eis rüber. Von hier auf na, come on, wo ist der? Den haben wir hier. Was ist das? Wo ist da unser Eis drinnen? Im H2-Generator. Scheibenkleister. Im H2. Also wir brauchen hier Eis. Dann müssen wir FGH im H2-Generator. Das ist hier. Und da packen wir jetzt mal rein, was reinpasst, würde ich sagen. Können wir nicht. Dann müssen wir es mit der linken nehmen. $27.000, okay. So, mehr können wir jetzt nicht tun, denke ich. Triebwerke sind an. 3 und wir docken nach oben ab. Okay. Warum machst du nichts? Weil alles aus ist? Weil das System ausgeschaltet ist, damit die Batterien nicht leer werden. Okay. So, 3 nochmal verriegeln, entriegeln und nach oben abdocken. Und wir fliegen rückwärts raus. Und wir gehen raus. Und wir fliegen nochmal ein bisschen rückwärts. Und die Gyroskope sind auch aus, die sollte man natürlich auch einschalten. Frachter 05 an. Okay. Haben wir sonst noch was ausgeschaltet, was wichtig ist? Wir schalten mal nochmal alle. Der H2-Generator ist an, der Hydrogen-Tank ist an. Der Small Reactor, der ist an, aber der hat eh nichts drinnen. Reaktor, doch, die hätten sogar Energie. Okay. Na gut. Bedienfeld. Wir haben Fallschirm, aber ob uns der viel nutzt. Das da, der Hydrogen Tank ist voll. Und wir haben irgendwo Atmospheric Thrusters, die sind an, okay, dann haben wir hier Hydrogen Thrusters, die sind auch alle an, Large Atmospheric Thrusters sind an, Large Hydrogen ist an, okay, ist alles an, okay, dann fliegen wir da mal hin. Schauen wir mal. Das ist eine Eiswelt. Was ist die Eiswelt?
Planeten. Wir sparen mal ein bisschen Jump Drive. Der Planeten findet da nichts. Das ist ja witzig. Ja, Triton. Planeten. Ja, Planeten und Monde. Wiki. Okay. Ah ja, jetzt sehen wir jetzt hier, sehen wir langsam die Gravitation. Ja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das auf einem Planeten irgendwo ist. Das heißt, es bleibt einfach spannend. Ne? Earth-like Mars Triton. Ist dieser Triton? Ja, der ist eisig. Haben wir da irgendwelche Daten, welche Anziehung der hat? Gravity. Oh, ein G. Okay. Wir schauen mal, wie schwer wir sind. Naja, 80 Tonnen, das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Der hat natürlich keine Atmosphäre, das heißt eigentlich die Atmospheric Thrusters variable high at low auf, also ganz unten ist wohl ein bisschen Atmosphäre. Ganz unten ist wohl ein bisschen Atmosphäre. Ich schaue mal, ob uns die jetzt ein bisschen liften können. Nicht wirklich. Schalte jetzt mal den Trägheitsdämpfer ein. Ja, wir sinken immer noch.
Jetzt steigen wir. Okay, also im Moment können wir uns halten. Wir fliegen mal in die Richtung. Wo ist die Base da drüben? Also im Moment können wir uns halten. Vielleicht ist die Atmosphäre doch dicht genug, dass uns die Atmospheric Thrusters halten können. Oder auch nicht. Wir sollten vielleicht die Reaktoren anschalten. Die sind eh an. Okay. Ja, die Triebwerke halten uns. Okay, spannende Frage. Also die Triebwerke halten uns. Ups. So, jetzt müssen wir hin. Naja, gut, also wir können es schaffen. Es ist spannend, muss ich schon sagen. Spannend, spannend. Die liegen in so einer Kuhle drinnen. Das ist ja interessant. Das macht den Anflug auch nicht unbedingt leichter. Nee, das ist keine Kuhle, das ist diese Safe Zone. 150 Meter. Okay, wir sind da, bereit zum Verbinden. Das machen wir. Triebwerke aus. Batterien. Und wir schalten das ganze Ding aus, damit hier keine Energie verbraten wird. Jetpack ist an. Wo ist der Eingang? Hier. Contracts.
Angenommene Verträge erfüllen. Ah, 5 Minuten. Ja. Bezahlung 388.000. Okay. Ja. Okay. So. Hier können wir jetzt natürlich eh nicht handeln, weil wir nichts zum Handeln mitgenommen haben. Ammo Constructor. Was gibt's denn hier alles Gutes? Es gibt noch ein paar Data Packs, die können wir noch kaufen. Wenn wir die noch irgendwo unterbringen. Ja, die haben wohl noch Platz gehabt. Elite-Schweißgerät haben wir, glaube ich, genügend. Verkaufen. Wir könnten diese ganzen Dinger hier verkaufen, aber da haben wir nichts dabei. Und die Zeit zum Einladen hätten wir jetzt auch nicht wirklich gehabt hier. Okay. So, das heißt, wir setzen hier einen... Wir haben den GPS-Punkt, ja. Wir haben den GPS-Punkt, ja. Das schauen wir jetzt gleich nochmal. K, GPS. Paket abliefern, oder haben die den jetzt wieder gelöscht? KLMNOP. Ah, der ist wieder gelöscht. Paket abliefern. Okay, dann setzen wir hier nochmal einen neuen und sagen, der ist auf Triton. Das ist ein, wie heißen die nochmal kurz hier? Ich denke, das ist ein Sovereign. Abliefern. Lassen wir die Station weg. So, dann haben wir hier einen GPS-Punkt für die Station. Okay. Dann sagen wir Triebwerke an. Und die sind eh nicht verriegelt, weil wir den ganzen Ding ausgeschaltet haben. Triebwerke an. Nee. Triebwerke an. Und fliegen wieder los. In 47 Kilometern ist unser Megafrachter. Da reicht sogar die Antenne noch. Da reicht sogar die Antenne noch. Und der Kamera, die Kamera vom Explorer. Okay. Ich hoffe mal, unser H2O2-Generator produziert genügend, um unseren H2-Verbrauch hier zu kompensieren. Gut, dann haben wir unseren ersten Lieferauftrag erledigt. Immerhin. 25 Reputationspunkte mehr. Das heißt, wir müssten jetzt irgendwo bei 110 sein oder so. Oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. 115 oder so. Kann ich jetzt gerade nicht nachschauen.
ganz kurz Pause. So, bin wieder da. Sorry. Ja gut, das heißt, wir wissen, dass wir jetzt auf Triton auch landen können. Mit Atmosphärentriebwerken und den, dass der hier fähig ist, dass wir hier landen können. Das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis. Und in 36.000 Metern, Kilometern haben wir also die Schwerkraft hier weg. Das ist auch okay. Das sind wohl Wolken hier, die wir durchfliegen. Eisige Wolken, okay. Immerhin haben wir jetzt schon ein bisschen was gelernt, dass man also den Megafrachter nicht einfach irgendwo parkt und nimmer findet, sondern dass man da eine GPS-Markierung setzt, auch wenn wir sie hier nicht ganz gebraucht haben, weil wir knapp innerhalb der Reichweite der Antenne waren, mit irgendwie 46 Kilometern oder so. Das ist okay, aber der GPS-Punkt ist, glaube ich, doch eine gute Idee. Genau, da hinten ist die Sovereign. Paket abliefern 01 Punkt in 22 Kilometer Entfernung. Okay. Gut. Also der Anflug hier der letzten paar Kilometern im Gravitationsfeld ist das, was noch am längsten dauert. Das haben wir gerade so geschafft mit 5 Minuten. Das war knapp. Also ich denke, wenn wir noch ein bisschen zügiger aufgebrochen wären, 2-3 Minuten hätten wir uns sparen denken können. Wir hätten hier auch Inventar, was haben wir denn hier? Cockpit, Connector, Hydrogen, Large Cargo Container. Wir haben also einen Cargo Container. Wir hätten also ein bisschen was zu handeln, hätten wir mitnehmen können. Das müssen wir das nächste Mal wissen. Gut, wir wussten jetzt nicht, dass. Naja, das funktioniert ja mit dem Trägheitsdämpfer aus, das funktioniert hier noch nicht, weil wir noch innerhalb der Atmosphäre, des Gravitationsfeldes sind. Wir wussten ja nicht, ob wir crashen. Es hätte ja sein können, dass wir irgendwie eine Bruchlandung hinlegen. Und ob das Gewicht, das zusätzliche durch die Fracht möglicherweise uns gekillt hätte, ne? Dass das Ding vielleicht leer das noch ganz gut macht, aber ich hätte jetzt auch nicht den ganzen Container vollgepackt, aber ich hätte ein paar Komponenten vielleicht ausgesucht und mitgenommen, über ein paar hundert Stück. Das wäre nicht so schwer gewesen. Und dann hätten wir noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen können. Aber wir haben die Koordinaten. Das ist gar nicht so übel. Wobei wahrscheinlich die Koordinaten auch in irgendeinem dieser Datapacks enthalten ist, die wir gekauft haben, vermute ich jetzt mal. Ne?
So, 13 Kilometer noch, dann sind wir wieder da. Und wenn wir Glück haben, dann haben die Solarzellen, die Sonne steht vielleicht gar nicht so schlecht da im Zenit, dann haben die vielleicht Solarzellen Licht, dann haben die Solarzellen vielleicht unsere Batterien sogar ein bisschen geladen. So, 11 Kilometer noch. Ja, da sieht man mal, wie das war vor Jump Drive Zeiten. Als wir uns noch mühsam mit Triebwerken, mit normalen Triebwerken fortbewegt haben. Jetzt sind wir gleich aus dem Schwerefeld raus, denke ich. 6 Kilometer, aber dann sind wir auch schon da. Also wir haben ziemlich knapp außerhalb dem Schwerefeld tatsächlich geparkt. Jetzt sind wir raus. Jetzt können wir Sprit sparen, indem wir die Triebwerke einfach mal ausschalten. Die letzten Kilometer nur noch uns fallen lassen. Gut, die Atmosphärentriebwerke können wir fast wieder ausschalten, wobei müssen wir gar nicht. Ich würde dann nur, wenn wir im Frachter zurück sind, würde ich die Batterien mal kurz aufladen. Wieso werden wir jetzt eigentlich langsamer? Wir sind außen Schwerefeld raus, dachte ich. Aber wir werden noch langsamer, warum auch immer. Vielleicht sind wir doch nicht ganz raus. Ich weiß es nicht. Ja, es zieht uns ein bisschen nach unten, habe ich das Gefühl. Schalten mal die Triebwerke wieder ein. Und geben nochmal kurz Gas. Und jetzt schalten wir wieder den Trägheitsdämpfer ein. Okay, da ist unser Megafrachter. Okay, und die Solarzellen stehen leider nicht in der Sonne. Da hätten wir uns noch ein bisschen drehen müssen. Das haben wir nicht gemacht. Aber okay. So, dann gehen wir zum Einparken am besten mal raus und sagen, wir stellen uns mal in die Waagerechte, wir stellen uns mal hier hin. Okay, und verbinden, bereit zum Verbinden, verriegelt, gut, wir gehen mal rein, wir schalten mal die Triebwerke aus und wir schalten die Batterien auf Aufladen und wir schauen mal, wo die jetzt stehen, würde mich mal kurz interessieren. Battery, oh. Naja, in 39 Sekunden, also so viel haben wir nicht verbraucht, die Frage ist auch, was ist mit unserem H2? Gehen da mal kurz rein. Wie viel haben wir da verbraucht? Ja, 700. Wir haben 27. 7 Tonnen. 7 Tonnen haben wir Eis verbraucht. Okay, also der kleine Rest hätte uns nicht genützt. Der hätte uns nichts genützt. Der wäre zu wenig gewesen. Da hätten wir ein Problem gekriegt. So, der Small Reactor.
Der hat auch nicht viel Verbrauch, das ist auch okay. So, die sind geladen, das passt. Okay, dann würde ich sagen, wir schalten die Maschine aus. Wieder. Frostig, okay. Und wir schalten vielleicht sogar noch die Gyroskope aus. Gyroskope, Frachter 05. Das sind die da und die schalten wir aus. Okay, nicht, dass hier noch ein Problem wieder ist mit irgendwelchen Dingen. Okay. Jo, dann sind wir zurück. Auftrag erfüllt. Super. Müssten wir eigentlich eine kleine Flasche Sekt aufmachen, ne? Und das feiern. Unser erster Lieferauftrag, den wir erfolgreich abgewickelt haben. Der erste und der erste erfolgreiche. Super. So, jetzt ist die Frage. Haben wir hier irgendwas Interessantes noch in der Ecke? Da unten ist die Station. Wir könnten jetzt nochmal runterfliegen und handeln. Weiß nicht. Hier sind jede Menge Asteroiden. Dann haben wir hier in 6000 Kilometer, hier 4000 Kilometer, da drüben 3000. Astromars. Ja, das ist der Mars in 3000. Okay. Megafrachter aktuelle Position. Das können wir jetzt wieder löschen. Da hinten ist unser Heimatplanet mit den ganzen anderen Dingen. Okay. Tja. Da unten, der sieht ja toll aus, der Asteroid. Sollen wir uns den mal anschauen? Haben wir in unserem Kleinen eigentlich einen Detektor drin? Bin nicht sicher. Okay, so, also jetzt würde ich sagen, wir springen zurück, Sprungantriebe und wir müssen die hier alle wieder einschalten. Die brauchen wir jetzt. 2253 Kilometer schaffen wir jetzt. Dann würde ich sagen, wir springen nochmal zurück zu... Wo wollen wir denn hin? Wo kommen wir denn her? Von der 2er oder von der 1er? Was liegt denn jetzt näher? Gute Frage. Habe ich mir nicht gemerkt. Ich denke, die Schiffe kaufen 2 war die nähere. Ich weiß es nicht. Auswählen. Wir fliegen da mal hin, würde ich sagen. ...2253... Können wir da hinspringen? Wir schauen mal. 1... Ja, Entfernung zur Nähe der Koordinaten. 2355. Ja, lass uns da mal hinspringen. Gut, das liegt genau hinter uns, denke ich mal. Da unten. Okay. So, haben wir die Station schon in Sicht, oder? Da sind wir noch nicht weit genug hingesprungen, denke ich mal. Ja. Das haben wir natürlich jetzt noch nicht ganz geschafft, weil es waren ein bisschen mehr als ein paar Kilometer mehr. So. Gut, da müssen wir jetzt kurz warten. Aber wenn wir mal kurz reingehen,
Und mal schauen, wir schauen ganz schnell. Wir bewegen uns im Moment eh nicht. Zu den Gyroskopen, dann sehen wir, dass die Gyroskope jetzt weiterhin Saft haben. Das heißt, wir sind manövrierfähig und alles funktioniert, weil im Moment die 260 Batterien das Aufladen der Jump Drives locker schaffen. Wir gehen nochmal raus, damit wir hier ein bisschen Überblick haben. Und wir sagen jetzt mal Jump Drives, Sprungantriebe. Sprungantriebe. Die brauchen jetzt 5 Minuten, um aufzuladen. Und dann schauen wir uns doch bei der Gelegenheit mal kurz unsere Batterien an. Batterie 100. Ja, die ist auf 2,39 und wird noch ein bisschen fallen. Aber das ist jetzt schon toll. Mit diesem großen Battery Pack, mit den 260 Batterien, haben wir jetzt keine Probleme mehr. Also der Sprungantrieb lädt maximal auf und wir sind jetzt zweimal Long Distance gesprungen und sind vielleicht jetzt bei 2 Megawattstunden in den Batterien. Ne? Das ist gar nicht so übel. Das ist gar nicht so übel. Ja. Wobei wir nicht so ein bisschen rechnen, wir waren bei 3 Megawattstunden. Der erste Sprung. Dann haben wir ein bisschen was verbraucht. 2,8 waren wir mit dem Hin- und Herspringen zwischen den Stationen. Dann war ein Sprung jetzt dahin. Da haben sie aufgeladen. Genau, da haben sie dort aufgeladen und wir laden jetzt ein zweites Mal auf. Das heißt, wir haben 24, das heißt viermal 8 Mal. Das wird sich aber nicht ganz ausgehen, denke ich. Rein rechnerisch. Wir verbrauchen ja so auch nur Energie. Ich rechne gerade nach, wie weit wir mit diesen 260 voll aufgeladenen Batterien springen, wie oft wir da springen können. Ne? Weil rein rechnerisch würde ich sagen, wir haben 24 Jump Drives, a 3 Megawattstunden. Das heißt, einmal aufladen saugt uns sozusagen 24 Batterien leer. Also wenn wir mal auf Runden 25 einfach, weil das Schiff ja auch ein bisschen Energie verbraucht, dann sind wir bei 100, hätten wir 4-mal, bei 200 8-mal und bei 250 10-mal. Wir würden also 10-mal laden können, rein theoretisch. Und ja, ich weiß nicht, schaut irgendwie nicht so weit so aus. Also rein rechnerisch müsste das so sein, aber wenn ich jetzt hier anschaue, in 3 Minuten, naja gut, der ist schon wieder fast voll, der ist zu 2/3 voll, ne? Der ist zu 2/3 voll. Und die Batterie ist bei 26, das heißt 2,10 oder 2,15. Ja. Also, wie gesagt, das Schiff wird auch Energie verbrauchen. Also da haben wir auch einige Verbraucher, die Gyroskope, bla und so weiter. Also da ist einiges, was Energie verbraucht. 10-mal wird also nicht reichen, aber vielleicht ja, 6 bis 8-mal könnten wir springen mit den vollen Set Jump Drives. Und das ist schon nicht schlecht. Also das ist ein guter Wert, würde ich sagen. Damit kommen wir 16.000 Kilometer. 16.000 Kilometer. Damit sind diese großen Entfernungen, die so jenseits von 20 Kilometer, 20, 30 Kilometer liegen, noch ein bisschen außer Reichweite. Also das schaffen wir da noch nicht ganz. Und naja, da müssen wir mal schauen. Vielleicht die Batterien noch ein bisschen
die Batterien noch ein bisschen aufbohren, was natürlich auch Gewicht ist. Wir können mal hier reinschauen, was wir im Moment eigentlich wiegen. Naja, immerhin 26.500 Tonnen. Also wir sind doppelt so schwer, als wir ursprünglich gerechnet haben, als wir den Frachter konzipiert haben. Da bin ich irgendwie so von 13.000 Tonnen ausgegangen. Tja. So, ich denke mal, unsere Sprungtriebwerke dürften fast aufgeladen sein in 19, 17 Sekunden. Okay, so, das heißt, also diese Lade, diese 7, 8 Minuten zum Laden, das ist immer so ein bisschen die, die Wartezeit, die wir nicht vermeiden können. Ne? Schneller geht's nicht. So, jetzt können wir die alle wieder, die sind alle wieder geladen, die können wir alle wieder ausschalten. Und wir sagen hier, wir wollen weiter zum Schiffe kaufen, zu dem wollen wir weiter springen. Da wollen wir hin, so ist es. Machen wir das mal. 101 Kilometer, okay, ja, das dachte ich mir schon, das ist ungefähr die Distanz, die uns noch gefehlt hat. Dann versuchen wir dort nochmal zu handeln. Ah, da müssen wir da hinten hin. Dahin müssen wir. Okay. Und wo ist unsere... Wo ist die Zone? Sehe ich sie jetzt nicht. Irgendwie sehe ich sie gerade nicht. Bin ich jetzt blind oder was ist passiert? Wir schauen mal kurz hier rein. Sprungantriebe. Aufgeladen in 6 Minuten. Okay. Schiffe kaufen 02. Ja, ich weiß es nicht. Ich sehe hier keine Base. Schiffe kaufen 01. Ich sehe auch den Ding hier nicht. Okay. Wir gehen mal hier rein. Was haben wir denn dazu? Da haben wir den 24er zugewiesen. Da machen wir das doch mal. Dann schalten wir den ersten mal ab. Der kann dann in aller Ruhe fertig laden, wenn wir schalten den 24er ein und sagen hier, wir wollen zur
Nee, wir wollen nicht zur Astrobase. Habe ich das so eingestellt? Sprung. Habe ich das so eingestellt? Wir wollten zu Schiffe kaufen. Auswählen. Schiffe kaufen, nur zwei. Ist jetzt ein bisschen seltsam. Okay, da wollen wir hin. So, wir sagen also Sprungpunktschiffe. Aufladen an. So, okay, dann wollen wir da jetzt mal mit der 5 hinspringen. 31 Kilometer sind wir noch weg. Sind wir hier vielleicht an der Astrobase, aber die Astrobase ist als Markierung auch da. Die ist nur weit weg. Da unten, 20 Kilometer. Also es ist ein bisschen mysteriös, warum wir jetzt da so gesprungen sind. Vielleicht, weil wir zu nahe am Planeten vorbeigesprungen sind. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt sind wir da. Da unten ist die. Da unten ist die. Okay. Da links ist unser Sprungpunkt. Okay, naja, wir gehen da mal, wir gehen jetzt da mal runter, versuchen da mal zu handeln. Wir versuchen uns da mal möglichst einzupendeln. Aber ich denke, wir müssen ein ganzes Stück nach unten. Und wir kommen jetzt von einer ganz anderen Seite rein. Da vorne ist unser. Da ist der. Ja. Wir müssen uns drehen. Da ist der Verbinder. Und wir müssen da rum. Wir müssen da rum. Zu schnell. Zu schnell. Ja, jetzt haben wir wieder die Sonne im Gegenlicht. Das ist immer besonders toll.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen drehen. Okay, jetzt bin ich außerhalb der Ding hier. Wir fahren noch ein bisschen nach vorne, damit wir ein bisschen mehr sehen vom Verbinder. Okay. Wir schalten mal die Markierungen aus. So, wir müssen noch ein bisschen nach links, nach rechts, besser gesagt. So, wir sind noch zu hoch und wir kommen ein bisschen zu steil rein. Tja, müsste passen, passen. Passt noch nicht scheinbar. Intrigelt. Ne, wir sind daneben. Das sehe ich bloß hier bei dem Licht so schlecht. Wir müssen ein bisschen runter. Ein bisschen hoch. Da müssen wir noch ein bisschen nach rechts. Okay. Wieder zum Verbinden. 4. So, verriegelt. Triebwerke aus. Gut, dann gehen wir rein. Und schauen, ob wir da nochmal handeln können. Geld verdienen. Dann können wir... Ja, hier nochmal, vielleicht nochmal in der zweiten, die zweite Station ansteuern und dann sind wir soweit, denke ich, zum Mars fliegen können und einkaufen gehen. Okay, Datapads. Gut. Elite-Schweißgerät, nee. Medikit, ja. Da können wir, glaube ich, ein paar. Was ist da? Da ist ein neuer Starter-Ship. Das ist nettes. Turtle Miner. Red Cruiser. Die kennen wir alle schon. Prospector. Okay, 2 Millionen. Klingt interessant. Space Support Engines for Long Duration Missions. Forward. Was ist da nochmal? Forwards, Connectors and Entrance allow for easy docking. Okay. Mhm. Okay, der klingt gar nicht so uninteressant, finde. Burst Fire, das ist dieser große Frachter, ne? Nee. Oder? With a large. Aggressive Miner. Okay. Egal. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier verkaufen können.
Verkaufen, Computer, verkaufen, Energiezellen, jo. Herstellungskomponenten, ja. Interne Panzerung, Stahlrohr. Das war nicht schlecht, 400 irgendwas, das ist auch nicht schlecht. Also wir waren jetzt länger weg, das merkt man, weil hier der Vorrat deutlich zugenommen hat. Jetzt Schwerkraftgenerator, 6 Pieces, 400, die da, also wir sind, das war jetzt nicht schlecht bisher. 78 Stahlplatten, 200.000 Stahlrohr groß, immerhin 400, 200.000, 500 Supraleiter, 300.000, ja, sind wir bei 26 Millionen, noch nicht ganz. Okay, das ist okay und jetzt schauen wir mal, ob es hier noch günstige Verträge gibt. Checken wir erstmal den Erwerb. So, Liefervertrag, Stahlrohre, ja, den können wir. Dann haben wir Eisenbahn, haben wir leider nicht mitgenommen, das haben wir wieder verpennt. Anzeigen können wir. Was hätten die denn für die Eisenbahn bezahlt? Okay, 30.000, ja. Reaktorkomponenten können wir auch. Und Silberbahn hätten wir können, aber die hätten es 1 Million. Eine Million. So, da will ich jetzt noch mal kurz den Preis wissen. Moment. Das sind 1.011.000. 233 durch 470. 2.151 pro Barren. Ja, das ist gar nicht übel. Das ist gar nicht übel. So, Stahlrohre erfüllen. Aus dem Ding, jo. 187, Reputation, gut. Erfüllen, aus dem Schiff, bestätigen. Okay, erfüllen, aus dem Schiff. Das ist irre Klickerei hier, ne? Aber okay, 90.000. So, gut. Dann, was haben wir noch für Verträge? Alle. Suchvertrag. 38. Reparaturvertrag. Zwei Stunden, 11 Minuten. Da steht jetzt nichts, wie weit das weg ist, ne? Gütertransport. 300.000. Das war das, was wir gerade absolviert haben, ne? Entfernung 2388 Kilometer. Eine Partnerstation. Dann haben wir da nochmal einen Reparaturauftrag. Das ist eher was für kleine, agilere Schiffe. Also wir brauchen für solche Sachen, ja, obwohl, wir brauchen auch genügend Material zum Reparieren. Ne? Eskorten, Reparaturauftrag. So, das sind die Eisen und Silber, Reparaturauftrag, Suchauftrag. Ja. Also dieser wenn, dann wäre es dieser Gütertransportvertrag hier nochmal interessant mit 388.000. Aber ja, ich glaube heute nimmer. Wir schauen nochmal kurz drüben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz unsere Reputation. Das würde mich interessieren. 133. Nee, wir sind bei den Sacred Construction.
nicht bei den Sovereign Dwellers. Okay. 133. Naja, okay. So, dann schauen wir nochmal, ob es hier nochmal irgendwas gibt zum Handeln. Ich denke zwar nicht. Verkaufen, nein. Ist nicht. Wir machen nochmal den Trick mit, ich glaube, das ist ein Zeitkontingent. Wenn wir also, wenn eine bestimmte Zeit vergangen ist, dann ist es wieder aufgefüllt. Aber auch nicht sofort, sondern nicht vollständig wieder, sondern erst so ein kleiner Teil. Ich denke, wir, und wenn, dann bringt es auch nicht so viel. Wir fliegen nochmal, wir fliegen nochmal zur Station 1. Und Triebwerke an. 4 abdocken und noch rückwärts weg. Okay, und wir gehen raus. Und dann bleiben, dann docken wir mal bei der 1er an. Wir gehen mal ein bisschen hoch, damit wir hier aus der Schusslinie sind. So, Sprung. Jetzt ist die Frage, die 1er ist noch nicht ganz aufgeladen, ne? Ist die da schon ganz aufgeladen? Ja, die ist inzwischen wieder ganz aufgeladen. Okay, das heißt, da können wir springen und wir sagen, wir wollen Sprungpunkt Schiffe kaufen 1 auswählen. Ah, jetzt weiß ich schon, ich habe vorher nicht auf Auswählen geklickt. Das heißt, wir sind auf dieser alten Ding irgendwie geblieben. Ich weiß es nicht. Ha, nee, eigentlich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. So, also die 5. Entfernung, Schiffe kaufen 1. Ja. Wo geht's hin? In welche Richtung? Da hinten. Okay. Zack. So, wo ist die Station? Da vorne ist die Station in 1,3 Kilometer. Dann sagen wir doch, wir gehen ein bisschen nach links. Und ein bisschen nach vorne. Und nach unten. Und dann ist wieder die Frage, wo ist der Verbinder? Soll jetzt nicht zu schnell werden. Nicht ungeduldig werden. Die 800 Meter sind schneller weg, als man denkt. Noch ein bisschen runter. Und wieder haben wir die Sonne genau. Das ist immer Zufall, oder? Dass wir die Sonne immer im Gegenlicht haben. Da
mindestens haben wir den Verbinder auf der richtigen Seite. Also das schaut ja schon mal ganz gut aus hier. Wir müssen ein bisschen drehen, denke ich. Genau, dann ein bisschen nach unten. Und uns ein bisschen aufrichten. Dann gehen wir mal so ein bisschen auf Tuchfühlung hier. Ups, nicht zu schnell werden. Nicht zu schnell werden, okay. Noch runter. Wir sind, glaube ich, um einiges schwerer als diese Station, habe ich das Gefühl. Jedenfalls haben wir mehr Rauminhalt. Mit unserem Frachter hier. So, wir müssen noch ein bisschen in die Richtung. Das war schon ein bisschen weit, damit wir zu weit. So, zack. Bisschen runter, noch ein bisschen aufrichten. So, jetzt müsste es eigentlich gut passen. Ah, wir müssen noch ein bisschen dahin. Und vielleicht noch. Ja, das müsste schon passen. Jo, bereit zum Verbinden. 4. Verriegelt, Triebwerke aus. Okay. Und wir schauen nochmal. Ups. Nicht wieder sterben, indem wir uns irgendwo dagegen stürzen. Das wäre keine gute Idee. So, okay, Store. Ja, also Datapads können wir ohne Ende kaufen. Ich frage mich, ob dann auch immer Doppelte dabei sind. Medikits, okay, kaufen wir jetzt auch nochmal. Ja, jetzt können wir die nicht mehr. Können wir nicht mehr einpacken. Die müssen wir hier in das da packen. Alle und kaufen. So. Ah, Zone Chips. Aber die sind relativ teuer. Und wie, im Moment brauchen wir auch keine. Also da warten wir lieber mal ein Sonderangebot ab, würde ich sagen. So. Dann hier Frachter kaufen. Alle. 35 Computer. Alle. 4000, also Computer bringen jetzt nicht wirklich viel Geld, aber Herstellungskomponenten 23, Panzerung 9 und also das ist alles jetzt so, ja, nicht der Rede wert, 186, naja, Motoren 720, ja, das ist schon mehr. Aber wir kommen im Moment, tun wir uns schwer, an die 30 Millionen ranzukommen. Ne? Ja, jetzt hier, das gibt ein bisschen mehr aus. Und die bringen es nochmal, okay, 27,9. Sensorkomponenten, naja, Solarzellen, naja, Sprengstoff, ja, Stahlplatten. Okay, 28 Stahlrohre groß, Supraleiter, da bin ich jetzt gespannt, 600, yo, und die Träger,
28, knapp 29 Millionen. Okay. Wie schaut es hier aus? Gütertransportvertrag. Nicht so wirklich lukrativ. Computer können wir annehmen. Das haben wir. Sensorkomponenten können wir annehmen. Haben wir. Und Energiezellen haben wir auch. So, okay. Das haben wir alles. Bestätigen. Okay. Erfüllen. Bestätigen. Ja. Erfüllen und bestätigen. Das bringt nicht wirklich so viel Geld, aber es bringt schon Reputation. Das ist ja nicht schlecht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Suchvertrag. Also das hier mit 66 ist jetzt nicht so. Reparatur 150. Suchen. Gütertransport. Oh, 3 Millionen. Aber in 21.000 Kilometer. Okay. Ja, okay, da müssten wir, dazu brauchten wir einfach noch ein bisschen mehr Power. Ich glaube, sowas kann man nur mit diesem wirklich großen Reaktor, mit dem großen Uranreaktor machen. Der 150 Megawatt, glaube ich, schiebt der raus. Der ersetzt, wenn ich mal überlege, eine Batterie hat 12 Megawatt Output. Dann haben wir, naja gut, da haben wir also schon eineinhalb Reaktoren, haben wir schon. Aber trotzdem, also 21.000, da müssten wir mit unseren Jump Drives 10-mal springen. Ne? Das bringt uns im Moment ein bisschen an unsere Kapazitätsgrenze, energietechnisch. Gütertransport 300.000, das wäre zum Machen. In 1821 Kilometern. Das wäre zum Machen. Das könnte man mit einem Sprung, könnten wir das schaffen. 1800, jetzt habe ich vergessen, die Einser aufzuladen. Ne? Trotzdem, der Rest wird reichen. Also da könnte man mit einem Sprung hinspringen. Das merken wir uns vor für die nächste Episode. Für heute, glaube ich, ist es schon ein bisschen spät. Für die nächste Folge. Wir merken uns den mal, 300.000. Und wir haben hier, ja, dann hätten wir 1,292 und dort könnten wir vielleicht sogar noch mal handeln. Die Frage ist, wo das wieder liegt. Ne? Ob 18.000, das könnte wieder auf diesem kleinen, nee, das müsste näher liegen. Vielleicht auf dem Mars sogar. Vielleicht wäre das sogar auf dem Mars. Oh, hier können wir noch mal handeln. Na, dann machen wir das doch nur kurz. Also ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das wieder auflädt hier. Nach Zufall oder nach Zeit oder Zeit und irgendwie eine Zufallskomponente. Weil jetzt sind das durchaus auch wieder größere Mengen, die hier nachgefragt werden. Also jetzt nicht überwältigend, aber doch immerhin 100.000, 700 Motoren, ne? Das sind 200.000. Damit sind wir deutlich über 29 schon. 377 Reaktor, das bringt 6 von denen. Ja, jetzt haben wir die 30 Milli geknackt. Okay, Solarzellen verkaufen, Sprengstoff. Stahlplatten.
die rechnen wohl damit, dass wir nicht so viel dabei haben und dann schon leer sind, ne? 430, oh, jetzt haben wir bei 31, das ist ja echt toll. So, 31.100. Gut, dann schauen wir doch nochmal kurz nach den Verträgen, die sind da drüben, irgendwie kriege ich immer den falschen Drive. Nochmal Erwerb, ja, die sind auch Wasserstoffflaschen. Könnten wir machen, aber Sprengstoff, ja, können wir. Metallgitter, können wir. Energiezellen, können wir. Und Anzeigen können wir auch. Hey, das ist irgendwie nett, wie es im Moment läuft. Erfüllen. Bestätigen, okay. Erfüllen. Und, ups, Magen knurrt. Oh, das hat sich rentiert. 400.000. Nicht schlecht. Wie viel haben wir da verkauft? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. 26. Und das sind die Anzeigen. Bestätigen. Jo, 43. Jetzt schauen wir nochmal, wie viel wir Geld haben. Fast 32.000. Okay, das ist schon ganz ordentlich. Das war der, den wir geschrottet haben, denke ich. Oder? Ja. Ich glaube, das war der, den wir geschrottet haben. Ziemlich sicher. Nee. Doch. Ja, bin nicht sicher. Ja, war der was? Der war es auch nicht. Tja. Gut. Also der hier klingt halbwegs interessant, finde ich. Weiß es nicht. Da ist noch mehr Medikit und noch mehr Powerkit. Was tut eigentlich ein Powerkit? Das kaufen wir. Kann ich mir das einstecken und dann und Zone Chips, ja, aber die wären jetzt gar nicht so teuer. 102. Ist jetzt kein Sonderangebot, aber auch nicht so teuer. Aber wir haben genug im Moment. Wir haben genug im Moment. Die Medikits kaufen wir noch. Die Medikits. Okay. So. Das war's. Und da gibt's nichts mehr zum Verkaufen. Nein. Okay, jetzt haben wir 31 Millionen. Das heißt, wir könnten 200 Kilo Platin kaufen und 200 Barren Platin und wir könnten 200 Barren Uran oder so kaufen, 200 Kilo. Sollte man das mal machen? Wir brauchen 80, jetzt muss ich nochmal rechnen. Wir brauchen 0,2 Kilogramm mal 80. So, wir brauchen 16 Kilogramm Platin für ein großes Triebwerk. Das heißt, wir könnten mit 200 Kilogramm Platin könnten wir 10 große Triebwerke bauen. Ionentriebwerke. Also nicht so 10 große, sondern Large Grid kleine. Large Grid kleine. Könnten wir damit unseren, damit könnten wir hier den Megafrachter noch nicht bewegen, denke ich mal. Ne? wir schauen mal kurz. Wir schauen mal ganz kurz, ob da was steht, wie viel. Ähm,
So. Large Grid Small. Die haben 345 Kilonewton. Das kann man vergessen. Wenn wir jetzt hier schaut, haben wir da einen Verweis auf. Die großen na die großen Triebwerke hier, die haben 7,2 Meganewton. Das heißt, selbst wenn man, ja, und die Large Grid, haben wir da irgendwo die, Usage Comparison Construction, genau. Okay, da braucht man 960 für die großen Triebwerke braucht man 960 Triebwerkskomponenten. Das heißt, aus 200 durch 0,2 und da kriegen wir 1000, genau, ja klar, kriegen wir 1000 Triebwerkskomponenten raus aus 200 Kilo. Das heißt, für ein Triebwerk brauchen wir 200 Kilogramm Platin. Das heißt, wir haben hier jetzt drauf und die sind dann, naja, zwei Drittel, 6,5, noch nicht einmal zwei Drittel, ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt, wir bräuchten, um denselben Schub zu erzeugen, bräuchten wir hier für den Megafrachter doppelt so viele Triebwerke. Wir haben jetzt 10, nee, wir haben unten 9 und dann haben wir auf jeder Seite 6, haben wir 12, hinten haben wir 5. Ja, wir haben unten 9. 6, 12, wir haben 24 Triebwerke, richtig? 24 Triebwerke, wenn ich jetzt richtig zähle. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie gibt es das auch? Atmospheric. Großes Wasserstofftriebwerk, ja. 26 Wasserstofftriebwerke, das heißt, wir bräuchten. Gut, ich meine, das ist jetzt eine gute Ausstattung, wenn wir nur den halben Schub hätten, ja, kämen wir gerade so vom Fleck, würde ich sagen. Das heißt also, da ein bisschen mehr als die Hälfte hätten wir dann Schub. Statt 7,2 hätten wir 4,3. Das heißt, da würde uns 1,7, 2,7, 2,9. Naja. Wir hätten knapp zwei Drittel Schub, den wir jetzt haben, mit den Ionentriebwerken. Mit den großen. Das heißt, wir bräuchten 26 Triebwerke. Das heißt, wir bräuchten 26 mal 200 Kilo. Das heißt, wir bräuchten, ja,
bin jetzt zu faul zum Rechnen, mal 200 Kilo, 5200 Kilo und die kosten uns, sagen wir mal 100.000, dann brauchten wir, jetzt zähle mal die Nullen, 520 Millionen, 520 Millionen, um das zu kaufen. Ja. Okay, also ich würde mal sagen, ja, Platin kaufen so im kleineren Umfang für die Large Grid Small Variante, aber die hat gerade mal 345 Kilonewton an Schub. Die Small Grid Large, die hat 172 Kilonewton. Braucht aber auch 80, braucht auch 80 Triebwerkskomponenten. Ne? Ja, also ich bin ein bisschen unentschlossen. Also die großen Triebwerke uns zu verdienen, so hier für den Frachter, halte ich für schwierig. Und die Large Grid Small. Was brauchen die an Energie? Power. Small Thrusters, 201 Kilowatt. Naja. Und die Small Grid Large. Die Large Grid Small. Ja, die brauchen 3,36 Megawatt. Ja, das wäre mit einer Batterie zu machen. Das heißt also, das würden wir schon vom Energieverbrauch her, würden wir die Small Thrusters schon, die Large Grid Small Thrusters würden wir schon schaffen. Aber die haben halt nur 345 Kilonewton. Das heißt, das ist ein Zwanzigstel von den jetzigen Wasserstofftriebwerken. Das heißt also, ja, also das müssen wir uns nochmal überlegen und vielleicht nochmal einfach probieren. Und vielleicht müssen wir uns einen kleineren Frachter bauen. Vielleicht müssen wir uns diesen Mega-Frachter, der ist gut, der ist im Prinzip wie eine Station, ne? Vielleicht müssen wir einfach nochmal um den Faktor 10 oder 20 kleiner bauen. Einen kleinen schnuckligen Frachter mit einem großen Cargo-Container würde wahrscheinlich für die meisten Jobs reichen da ist noch nichts. Ich habe jetzt bloß mal geschaut, ob da noch irgendwie vielleicht was ist, was wir schnell handeln können. Bei den Lieferverträgen hat sie auch noch nichts getan. Okay. Ja, also vielleicht müssen wir da einfach nochmal, weil wir haben jetzt hier mit dem hier, mit 25.000 Tonnen oder 26.000 Tonnen Gewicht, wenn wir da auf ein Zehntel gehen, dann haben wir 2000 Tonnen oder 2500.
dann reicht uns auch ein Zehntel der, der Triebwerkskapazität. Ne? Dann würde man mit diesen Iron, mit diesen Thrusters schon hinkommen. Und 80 und 80 und vielleicht 2-3 Jump Drives rein. Also ich muss mir da tatsächlich nochmal ein Excel-Blatt machen und das mal die Komponenten zusammenstellen. Und wie schwer wir dann werden, wenn wir das Nötigste einfach so einpacken, plus Fracht. Und dann so einen kleinen, schnuckligen Frachter, der... Ja, das ist jetzt die Frage mit den Jump Drives, ne? Und dann haben wir die Batterien. Aber gut, wir würden uns hier bei dem großen Megafrachter, wenn wir mal ehrlich sind, das meiste, gut, ein Drittel ist hier Frachtcontainer, Batterien und Jump Drive. Und zwei Drittel sind Wasserstofftank und die H2-Generatoren. Das müssen wir schon sagen. Ja? Also man müsste mal überlegen, wie so ein Aufbau aussehen würde mit derselben Anzahl von Jump Drives und einer entsprechenden Anzahl von Batterien, aber und vielleicht ein oder maximal zwei Cargo-Containern und ja, und dann doch wahrscheinlich wird man das mit Batterien eben nicht ganz hinkriegen. Ne? Das ist die Frage. Da werden Batterien nicht ganz reichen. Das müssen wir mal durchrechnen. Gut, also Fragen über Fragen. Wir machen jetzt genau die Erfahrungen, die wir die ganze Zeit machen wollten. Jetzt haben wir die Erfahrungen, jetzt sehen wir, wie sowas funktioniert. Und jetzt können wir im nächsten Schritt, denke ich mal, ans Optimieren gehen und sagen, okay, wir brauchen diese große Kapazität, wir können das alles eine Nummer kleiner machen. Was ich natürlich schon gerne hätte, wären diese Jump Drives. Irgendwo so in der Größenordnung 20, 30. Dann brauchen wir auch entsprechende Menge an Batterien. Was kommt da zusammen? Wie kann ein Schiff minimal in so einer Konfiguration aussehen? Das dann tatsächlich, weil wir sehen schon mit den Jump Drives und der Batteriekapazität, was wir dafür nicht... Na gut, wir sind dann deutlich weniger schwer. Sagen wir, wenn wir jetzt, wir haben jetzt pro Jump Drive, wenn wir hier mal hier reingehen und sagen, der ist aufgeladen und Sprungdistanz 97 Kilometer. Ein Jump Drive. Wenn ich jetzt hier es schaffe, das Gewicht auf 10-20%, dann hätten wir fünfmal mehr. Das heißt, pro Jump Drive würde man, sagen wir mal, mit so einem schwereren Schiff, das dann vielleicht 20%, also 5000 Tonnen wiegt, könnten wir vielleicht eben dann die doppelte Distanz fünfmal so weit springen, ne? 20%, ja. 5 bis 25, also mal 5. Hätten wir 100 Kilometer, hätten wir 500 Kilometer. Hätten wir bei 20, hätten wir 5000, hätten wir 10.000 Kilometer. 10.000 Kilometer Sprungdistanz. Bei 20 Jump Drives hätten wir 20.000 Kilometer Sprungdistanz. Bei 20 hätten wir 10.000 Kilometer, so rum wird ein Schuh draus. 500 Kilometer, 10.000. Bei 30 hätten wir 15.000. Bei 30 hätten wir 15.000 Kilometer Sprungdistanz. Das wäre schon was, weil dann kommen so weite Ziele mit 30 Kilometer, über 30 Kilometer auch in Reichweite, wenn wir zweimal springen, plus Batterie. Muss ich mal durchrechnen. So, ich würde sagen, Ende mit dem Gequatsche und den Überlegungen
obwohl es auch ganz interessant ist, mal diese Erfahrungen zu haben. Und so ein kleines Ding, das ist meine letzte Bemerkung, so ein kleines Ding mit 5.000, 6.000 Tonnen, das könnte man auch mit diesen kleinen Large Grid Small Iron Ionentriebwerken bewältigen, weil da haben wir ein Zwanzigstel an Schub und wir haben ein Fünftel an Gewicht. Naja, das kompensiert das noch nicht ganz, aber es wäre auf jeden Fall in Reichweite. Wenn man dann statt 26 Triebwerke die doppelte Anzahl nehmen, dann würde man ungefähr, nicht ganz, aber dann würde man wahrscheinlich damit zurechtkommen. Ja, also in der Größenordnung 5.000, 6.000 Tonnen Maximum. Alles, was wir sparen können, würde was bringen. Aber in der Größenordnung wäre man tatsächlich optimal, denke ich. Gut, also, wenn euch das gefallen hat, wie man hier Geld verdient, wie wir jetzt ein bisschen Geld verdienen, und das nächste Mal fliegen wir tatsächlich zum Mars und kaufen uns mal ein, Uran und Platin, einfach so aus Spaß. Und vielleicht bauen wir an unseren Dingen nochmal ein paar zusätzliche Triebwerke dran, H2. Dann, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr die Sachen spannend findet, der nächste Frachter, der dann deutlich kleiner wird, aber agiler, und das nicht verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Freut mich, hilft dem Kanal. Und wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, freue ich mich natürlich auch. Bis dann.